Meine Herren, der Führer! Jahrtausende überdauern. Wir sind die antiken Städte vor uns, die Akropolis. Wir sind die Städte des Mittelalters. Wir sehen ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Ja, Speer. Das war meine Vision. Und das ist sie noch immer. Zack her, meine Herren! Zwei Schuss rückt ihr ab! Frau Junge, Sie sollten hier raus, bevor es zu spät ist. Der Führer will da bleiben. Wir können ihn doch nicht alle einfach so allein lassen. Bei dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Am allerwenigsten Sie. Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Ich habe Großes vorgehabt, mit den Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen. Nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Zu spät. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Es wäre mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Und dann ewige Ruhe. Aber schonen Sie doch das Volk, mein Führer. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Das hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, das er sich selbst so zu schreiben hat. Seit Monaten, sondern Ihnen auch zuwider gehandelt habe. Ich musste es Ihnen sagen. Meine persönliche Loyalität zu Ihnen hat dabei nie Schaden genommen. Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Dieser Versager, dieser Schmarotzer! Ein paar Vanille Vollpilz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er darauf gemacht?
die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Es riecht nach Putsch. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich habe den Gefechtsstand nicht verlegt! Wie sollen wir hier noch führen? Ich stehe 1000 Meter vorm Feind! Die kommt rein! Herr General! Oktav, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Wieso hast du denn deine Sonntagsuniform an? Der hat auch Hunger. So, Ilse. Jetzt musst du aber auch mal was essen. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten. Ich verbitte mir diesen Ton.